Grunde, wenn man gerade richtig eskaliert, auf alles kurz und klein schlägt, einfügen sollte. Von dem her ist er vielleicht für die Nacht gar nicht so unpassend. Davon abgesehen, dass ich diese, dass ich halt das Hardrock-Metal-mäßige den lauten Gitarren sehr gerne mag. Also ich mag es wirklich sehr gerne. So. Leider gibt es kein Werkzeug, mit dem man das hier sehr viel schneller abbauen könnte. Außer vielleicht eine Axt, das weiß ich nicht. Ich würde jetzt einfach mal die Setzlinge unten in die Inventarleiste reinlegen. Oh, damit ich dann sehen kann, ich rauskriege. So. Gut. Das ist ja wieder Originallied. Gott, ich sehe jetzt nicht wirklich viel und es ist sehr anstrengend wegen der Ausleuchtung von meinem Gesicht. So. Oh je, wann wird's den Tag? Ich will wieder was sehen. Oh. Ja. Hallo Kühe. Also man muss sagen, ich würde mich jetzt über einen Sonnenaufgang durchaus freuen. So. Wird schon Tag? Nee. Ist da noch Licht in Sicht? Also ich meine, so kann man sich auch unnötig Arbeit machen, wenn man das ganze Lauf für Hand abbaut, aber so kriegen wir wenigstens ein paar Setzlinge wieder raus. Wohingegen bei Feuer kriegen wir überhaupt keine Setzlinge raus. Außerdem haben wir zumindest im Ansatz ein bisschen Licht. Dass ihr ein bisschen, was seht. Ja. Ich habe mir übrigens auch überlegt, weil ich mit den aktuellen Umständen meines PCs sehr unzufrieden bin tatsächlich, ob ich mir nicht einen neuen PC zulegen sollte. Denn ich kann auf diesem PC mit der dort installierten Grafikkarte ähm,
nicht mal mit einem Shader spielen in Minecraft. Was schon relativ schade ist, weil es einfach den Spielspaß nochmal erheblich steigert. Und zweitens habe ich hier auf dem Rechner leider Windows 10. Und damit bin ich, damit kommt der PC nicht wirklich gut zurecht. Ich habe gestern festgestellt, mit Schock, dass der Prozesssystem über 1 GB Arbeitsspeicher verbraucht. Bei mir. Und das ist definitiv nicht normal, auch nicht für Windows 10. Noch dazu, dass sich das bei mir selbst installiert hat und ich da nicht mal mein Okay gegeben habe, so richtig. Aber da kann ich jetzt ja auch nichts dran ändern. Jedenfalls weiß ich, dass ich hier in diesem PC Hardware technisch nichts nachrüsten werde. Weil, warum denn? Wenn der PC nicht mal mit dem Betriebssystem vernünftig klarkommt, brauche ich da nicht mit Hardware, mit besserer Hardware rumwursteln, mit denen ich dann hier ein bisschen schöner spielen kann, ein bisschen besser arbeiten kann. Wenn ich so im Nachhinein betrachtet, hier sowieso nicht wirklich gut arbeiten kann. Also bei den Spielen, wenn ich ein bisschen mehr Leistung zieht als andere, habe ich hier sofort die Bredouille, dass es ruckelt. Und davon abgesehen, dass viele Spiele von Haus aus unspielbar sind, weil Windows 10 es nicht fertig bringt, die CD dazu zu finden. Ne? Also ich habe ja hier Need for Speed Most Wanted. Wenn ich das starten will, auf CD, ja, legt man normalerweise die CD ein. Ja, und dann öffnet sich eigentlich erstmal das Autorun-Menü. So. Das tut schon mal nicht. Wenn man das Autorun-Menü manuell öffnet und dann dort auf Spielen klickt, gibt es eine Fehlermeldung, legen Sie bitte die richtige CD ein. Ja, genau. Die CD, auf der das Autorun drauf ist, fordert dann auf, die richtige CD einzulegen. Das gleiche Problem habe ich bei SimCity. Und an der Tatsache, dass die CDs zu verkratzt werden, kann es eigentlich auch nicht liegen, weil installieren kann ich die Scheiße ja auch noch. Ich habe sogar extra neu installiert. Hat auch nichts geholfen. Bis auf das, dass mein Fortschritt, den ich da schon hatte, jetzt weg ist. Aber gut, das ist jetzt eigentlich nicht das Problem. Viel Fortschritt war es ja eh nicht. Ich würde mal sagen, ich mache das jetzt mit den Bäumen jetzt einfach mal fertig und danach fällen wir erstmal die ganzen Bäume ab. Danach mache ich erst mit Terraforming weiter. Weil wir sowieso Holz für neue Werkzeuge dann zu brauchen werden. So. Gut. Gut, viele Laubschichten haben wir jetzt gar nicht mehr da. Und ich habe ein Haar unter der Nase. Da gibt es auch angenehmeres, sage ich jetzt mal. Oh, ich habe hier eine. Ein unschönes Rauschen. Und hier auch.
Gut, auf der Seite hier kommt jetzt meine übliche Lampe wieder zum Einsatz. Jetzt habe ich dort keinen Rauschen mehr und auf der Seite kann man es eigentlich auch ganz gut beheben, indem man da einfach sich hinbewegt. Ah, da vorne ist ein Baum. Wow. Also, das war super. So, jetzt gehen wir hier erstmal in den Baum hoch. Schafe da unten lassen wir jetzt erstmal. Vielleicht sind sie noch da, wenn ich hier fertig bin. Mit dem großen. Oh, da vorne ist ja noch ein großer Baum. So. So kann man dann auch sehr viel mehr Holz abfarmen. Tatsächlich. Also ich überlege mir auch gerade bereits eine einzige Axt hier auszurüsten. Um das Holz, was hier so weit oben ist, auch gleich mitzunehmen. Damit wir das dann später zumindest uns dann nicht mehr hochbauen müssen, um das Holz abzuholen. Ja. So ist es gut. Okay, ist ein Setzling. Das meine ich jetzt. Dann kann man nämlich hier gleich die hohen Hölzer hier gleich abbauen. Damit die dann später nicht mehr hier so ewig rumstehen. Das erscheint mir persönlich durchaus als sehr sinnvoll. Und das haben wir sogar auf der Ebene, auf der wir sonst auch wären. Also obwohl ich einen Riesenbaum gemacht habe. Ja, das könnte man jetzt eventuell auch falsch verstehen. Eieiei. Ah ja, Gott, so viel Laub. So. Das ist schon mal ganz gut so. Doch direkt schön. So. La la la, es ist zum Glück echt überhaupt nicht übertrieben langweilig, diese Aufgabe. Wow. Was man nicht alles für nachwachsende Rohstoffe tut, sage ich jetzt mal. Sure.